Ein Moment bitte. Ja, ja, klar. Alles gut. Ich habe schon gedacht, das war erledigt, aber er stand ja noch da. Das kriegen wir alles hin. Entschuldigung. Na. So. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben Sie hier gerade am Pult erlebt, die Herrenmenschen, die in ihrer gnadenlosen rechtsradikalen Ignoranz darüber entscheiden, ob das griechische Volk schon mit dem Deutschen versöhnt hat, die über Beschlüsse des demokratisch gewählten Parlamentes und der demokratisch gewählten Regierung von Griechenland einfach drüber hinweggehen, die in einem Zynismus, der ja wirklich menschenverachtend ist, einen Konnex herstellen wollen zwischen der Höhe der Reparationszahlungen und den in der Eurokrise aufgefallenen Geldern. Also ich muss wirklich sagen, wenn man noch sehen wollte, wie Nazis arbeiten, wir konnten es hier sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte mich ausdrücklich bei den Kolleginnen und Kollegen, dass Sie sich nicht benehmen können und dazwischenreden, sagt auch noch etwas über Sie aus. Sie können mit der Demokratie nicht umgehen. Das ist Ihr Problem. Herr Abgeordneter, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Gysi zu. Ja, selbstverständlich. Ich wollte fragen, was Sie zu dem Satz Ihres Vorredners von der AfD sagen, dass wir den Griechen die Würde zurückgeben müssen. Empfinden Sie das auch wie ich als eine einzigartige Unverschämtheit? Die wollen nicht die Würde der AfD, die haben ihre eigene Würde. Ich kann dem geschätzten Kollegen Gysi uneingeschränkt da nur zustimmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin sehr froh, dass wir hier mit diesem sehr differenzierten Antrag von Bündnis 90 Die Grünen die Gelegenheit haben, das wichtige Thema der deutschen NS-Verbrechen in Griechenland im Parlament zu besprechen. Das ist auch deshalb wichtig, weil wir immer wieder feststellen müssen, dass im Bewusstsein vieler Deutscher das Leiden der Griechen im Zusammenhang mit den deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg gar nicht vorkommt. Und wir erinnern uns, es ist schon mehrmals gesagt worden, es ist gerade erst einmal 7 Jahre her, dass der Bundespräsident Joachim Gauck, ein deutliches Zeichen in Lingiades gesetzt hat. Und selbstverständlich, um das hier noch mal zu betonen, stellt sich auch 80 Jahre nach dem Überfall der Wehrmacht auf Griechenland die Frage nach Wiedergutmachung immer noch. Sie ist nicht abgeschlossen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Selbst wenn diese Frage nach bestimmten rechtlichen Kategorien möglicherweise auch unterschiedlich beurteilt werden kann. Es geht hier um unsere staatspolitische Verantwortung für deutsche Verbrechen, und für diese Verantwortung wird es nie und nimmer einen Schlussstrich geben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und diese staatspolitische Verantwortung verlangt auch von uns allen, die Beschlüsse und Forderungen des griechischen Parlaments und der Regierung in Athen ernst zu nehmen. Sie sind der legitime Ausdruck einer immer noch schmerzenden, niemals ganz verheilenden Wunde des griechischen Volkes. Deshalb, Frau Präsidentin, können Sie diesem Rüpel mal sagen, dass er mich reden lassen soll? Bitte fahren Sie in Ihrem Redebeitrag fort, und ich bitte alle zu mäßigen in Ihren Äußerungen. Ich lasse auch noch mal das Protokoll von Herrn Büsron, die Rede von Herrn Büsron und das, was Sie gesagt haben, was gegen Sie gesagt worden sei, noch mal prüfen und werde dann darauf noch mal zurückkommen. So, bitte schön, Herr Nieder. Sie sind, wie ich schon betonte, der legitime Ausdruck einer immer noch schmerzenden, niemals ganz verheilenden Wunde des griechischen Volkes. Deshalb kann und darf ein Schweigen auf deutscher Seite hier niemals eine Option sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie dankbar können wir sein, dass so viele Menschen in Griechenland uns Deutschen die ausgestreckte Hand zur Versöhnung gereicht haben, trotz der ungeheuerlichen Verbrechen. Und wenn es uns ernst ist mit der deutsch-griechischen Freundschaft, dann müssen wir mit unseren griechischen Freunden auch über alles reden, was die Vergangenheit betrifft, offen. Und das schließt auch die Frage der Entschädigung für erlittenes, unfassbares Unrecht ausdrücklich ein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sprechen wir also darüber, was wir gemeinsam tun können, um dem schweren Erbe der Geschichte, auf die eine oder andere Weise auch wirklich gerecht zu werden.
Wenn wir darüber offen sprechen, verhindern wir übrigens auch, dass das Thema Reparationen politisch von denjenigen instrumentalisiert werden kann, denen es eigentlich nicht um Versöhnung geht. Schauen wir also nach vorne und sehen wir zu, dass wir mit den griechischen Freunden in gute Gespräche kommen. Bitte erlauben Sie mir abschließend, unseren Bundespräsidenten Joachim Gauck zu zitieren. Er schloss seine beeindruckende Ansprache am Mahnmal für die deutschen Verbrechen in Lingiades mit folgenden Worten: Vergesst niemals, dass ihr wählen könnt zwischen Böse und Gut. Schützt und schätzt den Frieden. Lasst allen Menschen ihre Würde und ihre Rechte. Und schließlich achtet und sucht die Wahrheit. Sie ist eine Schwester der Versöhnung. Achten wir also auf die Wahrheit, die uns dazu verpflichtet, gegenüber den berechtigten Anliegen unserer griechischen Freunde nicht mehr länger zu schweigen. Lassen Sie uns stattdessen mit den Menschen und der Regierung in Griechenland das aufrichtige Gespräch suchen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort geht an Thomas Hacker von der FDP.